gemeinsam. Je stärker die Klimakrise spürbar wird, desto stärker stecken beide den Kopf in den Sand. Man könnte sagen, wenigstens leugnet unsere Regierung den Klimawandel nicht, so wie der amerikanische Präsident es tut. Immerhin, da ist sie noch etwas besser. Aber sie ist nicht viel besser, denn sie zieht keine Konsequenzen aus ihrer Einsicht. Und das ist ein Skandal. Die Bundesregierung hat bisher sämtliche Klimaziele gerissen und der Ausstoß an Klimagasen hat sogar ein neues Rekordhoch erzielt jetzt. Klar ist, das Zeitalter der Braunkohle ist vorbei. Um die Klimaziele für 2020 noch zu erreichen, muss die Bundesregierung jetzt die dreckigsten Braunkohlemeiler vom Netz nehmen. Statt weiter Dörfer abzubaggern und den Wald zu roden, muss es heißen, Ende Gelände. Tschüss, RWE. Es reicht. Wir rufen Herrn Schmitz von RWE zu. Willst du weiter Strom verkaufen, dann nur erneuerbar? Denn das ist die Zukunft. Und wenn du dich nicht in diese Richtung bewegst, dann wird die Zukunft ohne dich und ohne RWE auskommen. So einfach ist das. Aber unsere Bundeskanzlerin und die Große Koalition sind nicht viel besser. Sie verschieben erst das heiße Eisen, Kohleausstieg in eine Kommission, eben in die Kohlekommission. Und dann, als die Kohlekommission tatsächlich anfängt zu arbeiten und mit Ergebnissen droht, grätscht sie ihr rein und verschiebt den Zeitplan. Und das ist so blamabel, das ist so übel. Ich kann gar nicht sagen, wie übel das ist. Denn jetzt auf Druck der Kohlelobby, lanciert von einzelnen Ministerpräsidenten, fährt die Bundesregierung mit leeren Händen nach Katowice zur COP, zur Klimakonferenz, hat nichts dort vorzuweisen, was Deutschland tut, um die Klimaziele zu erreichen und kann den anderen Ländern dort kein Beispiel geben, eher ein Negativbeispiel. Wir sind heute hier, um der Bundesregierung zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. 3/4 der Menschen in diesem Land sind für einen schnellen Kohleausstieg. Und es wird Zeit, der Bundesregierung zu zeigen, dass diese Menschen allmählich sehr, sehr ungeduldig und sehr, sehr sauer werden. Dafür sind wir heute hier. Wir lassen es uns nicht länger bieten, dass unsere Gesundheit, unsere Heimat und unsere Zukunft der Kohlelobby geopfert werden. Das ist es nicht wert. Und wenn die Bundesregierung nicht aus eigener Einsicht handelt, dann zwingen wir sie dazu. Unsere Proteste hören nicht auf, bis die Braunkohle Geschichte ist. Und jetzt wünsche ich uns allen eine tolle, eine kraftvolle Demo, die darf auch ruhig Spaß machen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ihr seid toll. Habt Spaß heute. Ich fand, das war ein ganz schön atemberaubendes und beeindruckendes Jahr, das hinter uns liegt. Wer hätte denn vor ein paar Monaten gedacht, dass so viele Menschen so oft und entschlossen für den Kohleausstieg und den Hambacher Forst auf die Straße gehen? Erinnert ihr euch noch daran, wie das war, als wir im Sommer erfahren haben, dass die Landesregierung allen Ernstes den Hambacher Forst räumen und roden will? Das war ja im ersten Moment ein ganz schön heftiger Schlag ins Gesicht für uns. Wir fühlten uns schockiert und ohnmächtig. Und wir wussten nicht so genau, was wir tun sollten. Und was mussten wir uns obendrein nicht auch noch alles anhören? Die Landesregierung erfand fast täglich irgendwelche Lügen über uns. Aber den Vogel abgeschossen hatte RWE-Chef Schmitz, als er im Fernsehen behauptete, dass die Hoffnung auf den Erhalt des Hambacher Forstes eine Illusion sei.
Aber jetzt, nach so vielen entschlossenen Protesten, können wir doch sagen, nein, der Erhalt des Hambacher Forstes ist keine Illusion, er ist Realität. Ich erinnere mich noch relativ genau daran, wie wir zu Beginn der Räumung mit einer Demonstration zum Hambi gehen wollten. Die Polizei stoppte uns grundlos ein paar hundert Meter vor dem Wald und wollte uns nicht mehr weitergehen lassen. Und während wir noch mit der Polizei verhandelten, gingen einfach mehrere hundert Menschen aus der Demo in großen Bogen um die Polizei herum, direkt in den Wald rein, um sich dort schützend unter die Bäume zu setzen. Und in diesem Moment haben wir gemerkt, dass wir gewinnen können, weil wir selbst der Wandel sind, den wir uns wünschen. Weil wir selbst diejenigen sind, die diesen Kohleirrsinn stoppen. Aber wir haben bei dieser Demonstration auch noch etwas anderes gemerkt. Es geht hier schon längst nicht mehr nur um die Kohle. Es geht hier um die Frage, wie in diesem Land eigentlich Entscheidungen getroffen werden. Die Landesregierung hat sich komplett zum Handlanger von RWE gemacht. Mit dem größten Polizeieinsatz in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen hat sie den Hambacher Forst geräumt. Und ihr neues Polizeigesetz zeigt, dass sie in Zukunft lieber Elektroschockern und Abhörmaßnahmen vertrauen will, als den Menschen auf der Straße. Dieses Polizeigesetz ist undemokratisch und es ist als direkte Antwort auf die Klimabewegung und die Proteste von Ende Gelände zu verstehen. Nächsten Samstag gibt es in Düsseldorf eine große Demonstration gegen dieses neue Polizeigesetz und ich würde mich freuen, viele von euch auch da zu sehen. Aber nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch bundesweit sorgt der Kohleausstieg für Furore. Viele von uns blicken dabei mit Sorge auf die Kohlekommission. Denn anstatt, dass die am stärksten vom Klimawandel Betroffenen dort gehört werden, hat die Kohlelobby dort das Sagen. Sie will sich Kohlekraftwerke, die sowieso bald abgeschaltet werden, auch noch mit Milliardengeschenken der Regierung vergolden lassen. Das zeigt mir ganz deutlich, wir können mit der fossilen Industrie keinen Konsens finden, wenn wir angemessen auf die Klimakrise reagieren wollen. Und liebe Umweltverbände, wir brauchen euch jetzt. Nur wenn wir geschlossen handeln, können wir die Kohlefans im Zaum halten. Lasst euch nicht von Sachzwängen und Hinterzimmerdeals von euren eigentlichen Zielen abbringen. Weltweiter Klimaschutz, der seinen Namen auch verdient. Und ich möchte ehrlich sein, ihr müsst in dieser Kommission nicht jeden faulen Kompromiss mittragen. Besser keinen Konsens als einen falschen. Sollte die Kohlekommission nächstes Jahr beschließen, dass der Hambi oder die Dörfer der Kohle geopfert werden, wäre das ein Schlag ins Gesicht für den Klimaschutz. Und sie werden dann das Gleiche sagen, wie schon diesen Sommer. Sie werden sagen, dass der sofortige Kohleausstieg eine Illusion ist. Dass Klimagerechtigkeit eine Illusion ist. Dass das Begehren nach einer solidarischen Gesellschaft eine Illusion ist. Aber das wird nicht funktionieren. Denn wir haben dieses Jahr gespürt, dass wir gemeinsam das Unmögliche möglich machen können. Und genau diese Erfahrung werden wir mitnehmen an die Orte, die sie dann noch für die Kohle zerstören wollen. Das bedeutet übrigens auch, dass wir aus der Steinkohle aussteigen müssen. Hier in Deutschland wird Steinkohle aus Kolumbien, Südafrika, Russland und den USA verbrannt. Und so unsere imperiale Lebensweise befeuert. Die Steinkohle ist genauso dreckig und zerstörerisch, genauso giftig und gefährlich wie die Braunkohle. Auch aus der Steinkohle müssen wir sofort raus.
Um der Realität des Klimawandels gerecht zu werden, brauchen wir endlich den sofortigen Kohleausstieg. Und ja, wir haben dabei noch viel vor und wir haben dabei noch viele Illusionen. Wir wollen Kuckum retten, wir wollen Proschim retten und Pödelwitz. Wir wollen den Hambacher Forst endlich dauerhaft retten und wir wollen weltweit das Klima retten. Und ja, das sind Illusionen. Aber es werden keine Illusionen bleiben. Denn wir machen sie zur Realität. Dankeschön. Ja, reicht an der Stelle. Wir haben nicht so viel Zeit. Da seid ihr ja schon wieder alle. Ich kenne euch doch irgendwoher. Ja, was haben wir heute? 1. Dezember, Köln, Deutzer Werft. Und es ist total toll, dieses Bild zu sehen, euch zu sehen. Und eins funktioniert schon mal nicht, das merken wir. Man versucht gerade, den Widerstand einzulullen. Man versucht, Kommissionsbeschlüsse zu verschieben auf den Februar. Man setzt darauf, dass der Widerstand nachlässt, dass wir das Thema vergessen, dass wir vielleicht jetzt nur noch an Weihnachten und Weihnachtsmärkte denken. Nein, genau das Gegenteil. Was ich hier sehe, das gibt mir ganz viel Mut. Wir machen weiter auf den Straßen, in den Dörfern, im Wald. Und das ist das, was nötig ist, was absolut nötig ist. Und ich möchte mal mit den positiven Sachen anfangen. Wir haben auch in diesem Jahr viel, viel, viel zu feiern. Wir hatten im Oktober 50.000 Leute am Hambacher Wald. Wir haben gerade die zweite Rodungsverhinderungssaison. Im Hambacher Wald fallen zum zweiten Mal hintereinander keine Bäume. Und so ganz langsam entsteht auch was Großes in der Bevölkerung. Viele sehen die Zusammenhänge, viele sehen die Bilder. Sie sehen die Bilder aus Italien, aus Kalifornien, sie sehen den sinkenden Rheinwasserspiegel und all das und sehen, dass viel mehr auf dem Spiel steht als der Hambacher Wald. Der Hambacher Wald ist ein Symbol geworden für uns alle und ganz, ganz wichtig. Aber es geht um viel, viel mehr und es gibt viele positive Nachrichten, allein in der letzten Woche. Seit letzter Woche gibt es eine Verfassungsklage, initiiert vom Solarenergieförderverein und vom BUND, von vielen Einzelklägern. Die ging am vergangenen Freitag in Karlsruhe ein, liegt jetzt da zur Prüfung. Und das ist ganz wichtig, eine Verfassungsklage gegen die unzureichende Klimapolitik. Viele Unterstützer, Hannes Jenicke, Professor Quaschning, genau. Gleichzeitig gibt es seit einer Woche eine neue Initiative. Alle Dörfer müssen bleiben. Und es geht natürlich um den Wald, aber es geht um die Menschen und um die Dörfer. Und wir wollen, dass Mannheim und Morschenich und Kallenberg und Kuckum und Berberath und wie sie alle heißen, erhalten bleiben. Es dürfen in dieser Zeit keine Dörfer mehr abgerissen werden. Und deswegen sind wir alle hier und wir werden auch wiederkommen. Mir hat vor kurzem ein sehr, sehr wichtiger Politiker aus dem Düsseldorfer Landtag gesagt, wartet nicht auf die Politik ist sehr langsam. Und dass er recht hatte, das sehen wir gerade, das können wir live erleben mit der Verschiebung der Kohlekommission. Der Druck, der muss von uns kommen, von der Straße, aus dem Wald, aus den Dörfern. Deswegen bin ich so froh, dass ihr hier seid. Wir machen weiter. Und was mir ganz wichtig ist, das darf ich auf keinen Fall vergessen, es gibt so viele Beteiligte. Da oben stehen die Bauern, die ganzen Traktoren, die sind nämlich auch betroffen vom Klimawandel. Die haben Sorge um ihre Existenz, nicht nur der Baggerfahrer bei RWE, auch die Bauern, die da oben stehen. Da hinten gibt es einen Stand, der ist mir ganz wichtig. Alle Umweltverbände sind da. Natürlich sind alle in einem Boot. Wir lassen uns auch nicht spalten. Aber all das, was wir erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten und Jahren, wäre nicht so, wenn es nicht seit über 6 Jahren Menschen gäbe, die im Hambacher Wald wohnen und unter hohem Einsatz diesen Wald schützen. Und da sagen wir auch Herrn Reul in Düsseldorf, das soll er auch hier wieder hören, wir lassen uns nicht spalten in diesen friedlichen, kreativen, bürgerlichen Widerstand und diese Kriminellen. Nein, wir können über Methoden streiten, aber wir alle gehören zusammen und am Ende werden wir gewinnen. Lasst die Kohle im Boden, helft mit, danke. Haben wir? Das war sehr deutlich.
könnt sägen, ihr könnt räumen, ihr könnt trotzdem weiter träumen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Schleppt uns weg, holt uns von Bäumen, wir halten fest an unseren Träumen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Mit Schlagstock gegen Sitzblockaden, euren Ruf kann das nur schaden. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Träumt mit Maschinen, Hebebühnen, mit Kopfsehen ab, so mutig kühnen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Hambi bleibt im Kopf bewahrt uns im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, hier ich aus Zerstörungsdrang. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Und ihr werdet selbst mit Scham zurück auf eure Schande sehen. Ihr könnt uns schubsen oder tragen, uns übers Feld mit Pferden jagen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Ihr könnt uns aus den Bäumen pflücken und aufs Gesicht zu Boden drücken. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Ihr könnt uns prügeln, könnt uns schlagen, wir werden laut nichts anderes sagen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Mit Wasserwerfern euren Knüppeln macht ihr euch zu Gewissenskrüppeln. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Hambi bleibt im Kopf bewahrt und im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, gierig aus Zerstörungsdrang. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Und ihr werdet selbst mit Scham zurück auf eure Schande sehen. Das Lied kann man sogar mit einer gewissen Seite spielen. Ihr könnt zerstören, ihr könnt roden, baggern ganz tief in den Boden. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Was ihr auch lügt und falsch berichtet, euer Ruf, der ist vernichtet. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Es gibt Fotos, es gibt Bilder, wir malen transparente Schilder. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Ihr seid nur Nullen, seid nur Nieten, Träume könnt ihr nicht vermieten. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Hambi bleibt im Kopf bewahrt uns im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, gierig aus Zerstörungsdrang. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Und ihr werdet selbst mit Scham zurück auf eure Schande sehen. Und auch wenn euch das nicht gefällt, man kann uns hören rund um die Welt. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Ihr steht da als die Klimakiller und der Protest, der wird nicht stiller. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Glaubt ihr, es wäre damit beendet, dass ihr Natur und Wald geschändet? Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Denn euch wird dafür nie verziehen, ihr könnt so weit weg gar nicht fliehen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt. Denn Hambi bleibt im Kopf bewahrt und im Gedächtnis lebenslang. Genauso das, was ihr getan habt, gierig aus Zerstörungsdrang. Wir werden uns daran erinnern, nie vergessen, was geschehen. Und ihr werdet selbst mit Scham zurück auf eure Schande sehen. Lasst ihr uns mit Gewalt bedrängen, wollt uns an Fensterkreuze hängen. Egal was ihr tut und treibt, Hambi bleibt.
versucht ihr so uns klein zu kriegen. Macht euch nichts vor, wir werden siegen. Egal was ihr tut und halt, haben wir bald. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren den Weg in ein Gerichtsverfahren. Und ein Gerichtsreporter schreibt, Hambi bleibt. Und ihr steht angeklagt vom Richter wegen Betrugs als Waldvernichter. Und seht mit Augen, die ihr reibt, Hambi bleibt. Und wenn es euch nicht gefällt, man kann uns hören rund um die Welt. Was ihr tut und treibt, Hambi bleibt! Vielen Dank an die Organisatoren, dass ich hier für die Bäuerinnen und Bauern sprechen kann. Einige von uns sind heute noch früher aufgestanden, als sie das sonst machen. Sie haben noch früher gemolken, sie haben noch früher gefüttert, sie sind auf ihre Trecker geklettert, damit sie gleich diese Demonstration anführen können. Und darauf sind wir stolz. Warum sind wir als Bäuerinnen und Bauern Teil des Kampfes für den Klimaschutz? Weil es nicht so weitergehen kann wie bisher. Ich möchte, dass wir uns immer daran erinnern, dass über 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Sie fliehen vor Kriegen, vor Armut, vor Hunger, aber auch schon vor den Klimafolgen. Sie sind es, die jetzt schon merken, dass die Lebensgrundlagen kaputt gehen und dass dabei auch Menschenleben auf dem Spiel stehen. Das dürfen wir auch bei dieser Demonstration nie vergessen. Und deshalb haben die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Bioland, Demeter, Naturland und Biokreis sich zusammengesetzt und haben einen bäuerlichen Klimaappell an die Bundesregierung gerichtet, mit einer ganz klaren Forderung. Die Bundesregierung muss das 1,5-Grad-Ziel ansteuern. Alles andere ist verantwortungslos, liebe Freunde. Wir Bauern haben gemerkt im Frühjahr, im Sommer und im Herbst, eine extreme Trockenheit. Wisst ihr, was das mit einem macht, wenn Wiesen und Weiden braun sind? Dann weiß man nicht mehr, wie man das Vieh im Winter über die Runden bringen kann, weil das Futter fehlt. Wisst ihr, was das mit einem macht, wenn die Getreideernte nur noch die Hälfte ist oder die Gemüseernte nur noch die Hälfte ist? Das reißt nicht nur ein dickes Loch ins Portemonnaie. Das geht an die Substanz, das geht an die Nieren. Und dann ist es so, ein Bauer sagte mir aus Mecklenburg-Vorpommern am letzten Wochenende, Georg, 2017 ist mir die Ernte abgesoffen. 2018 ist mir die Ernte vertrocknet. Wenn das noch 2-3 Jahre so weitergeht, dann verliere ich die Existenz. Dann habe ich für meine Kinder nicht mehr den Hof, den ich vererben kann. Und deshalb an dieser Stelle, wir Bauern und Bäuerinnen sind bereit, den Umwandel in der Landwirtschaft zu vollziehen. Wir sind bereit, die Tiere artgerecht zu halten. Wir sind bereit, die Äcker umweltschonend und klimaschonend zu bewirtschaften. Das ist unser Angebot an die Gesellschaft. Und wir erwarten, dass dieser Umbau in der Landwirtschaft wirtschaftlich begleitet wird, damit möglichst viele junge Menschen auf ihren Höfen diese Existenz auch noch erleben können. Und deshalb geht auch heute unser Appell an die Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Klöckner.
Grinsen in die Kamera reicht nicht mehr, nur Lächeln nützt nicht mehr. Wir fordern auf zu handeln. Wir brauchen eine konsequente Verkehrswende. Wir brauchen eine konsequente Energiewende. Aber wir brauchen auch eine konsequente Agrarwende, damit wir noch Millionen von Menschen weiter mit gesunden Lebensmitteln versorgen können. Das ist unsere Zukunft. Das sind unsere Arbeitsplätze der Zukunft. Und ein letztes. Neben mir steht ja RWE. Die sagen, sie sind im Recht. Im Recht, Dörfer platt zu machen, Wälder platt zu machen. Und die Landesregierung in NRW sagt, wir haben das Recht, das auch zu schützen. Ich habe 30 Jahre jetzt für die bäuerliche Notgemeinschaft in Gorleben gegen das geplante Endlager gekämpft. Dasselbe haben wir gehört von vielen Bundesregierungen und auch von den vielen niedersächsischen Landesregierungen der letzten 30 Jahre. Immer wurde gesagt, sie sind im Recht. Ich sage euch, wenn die Profitinteressen der Wirtschaft mehr wert sein sollen als die Lebensgrundlagen der Menschen, mehr wert sein sollen als den Schutz der Natur und Schutz des Klimas, dann gibt es nur eins, die Parole der bäuerlichen Notgemeinschaft und der ABL. Wenn Recht zu Unrecht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Vorgestern hat meine 7-jährige Enkelin gefragt, Opa, fährst du wieder zu so einer Demonstration? Ich habe mit Ja geantwortet. Und sie hat gesagt, warum? Ich habe gesagt, ich tue es auch für dich. Da hat sie gesagt, ja, dann fahr mal los. Ihr könnt euch sicher sein, die Bäuerinnen und Bauern, die bewussten Bäuerinnen und Bauern, sie stehen an eurer Seite. Lasst uns gemeinsam den Kohleausstieg hinkriegen und alles zu tun, um das Klima zu schützen. Ich danke euch. Wir stehen hier an letzter Stelle, weil unsere Generation bei diesem Thema das letzte Wort haben sollte. Denn es sind nicht die Mitglieder der Kohlekommission oder der Bundesregierung, die in 20, 30 oder 50 Jahren mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Das sind wir. Hier und heute wird über unsere Zukunft verhandelt. Deshalb ist es unser Recht und unsere Pflicht, diesen Protest auf die Straße zu tragen. Es ist kein Geheimnis, dass die Positionen und Interessen von jungen Menschen in unserer Gesellschaft stark unterrepräsentiert sind. Denn wie ist es sonst zu erklären, dass der Kohleausstieg immer noch verhandelt wird und nicht schon längst beschlossen ist? Wie kann es sein, dass Energiekonzerne wie RWE weiter Braunkohle verfeuern und unsere Zukunft verheizen? Und warum werden im Hambacher Wald mit massiver Polizeigewalt friedliche Demonstrierende kriminalisiert, während in Chemnitz Einsatzkräfte fehlen, um die Bevölkerung vor Nazis zu schützen? Wie kann es sein, dass unsere Gesundheit, unsere Umwelt und unsere Zukunft für kurzfristige Profite aufs Spiel gesetzt werden? Aus diesem Grund sind wir heute hier und geben unserer Generation eine Stimme. Denn wir werden auch morgen hier stehen und mit den Folgen dieser rückwärtsgewandten Politik leben müssen. Deshalb fordern wir die Politik auf, zu handeln. Nicht morgen, nicht nächste Woche, sondern heute.
Und genau deshalb ist es doch unhaltbar, die Kohlekommission weiter streiten zu lassen und damit die Lösung für das immer größer werdende Problem einfach nach hinten zu verschieben. Wie ich heute Morgen so im Zug sitze, frage ich mich, ob das hier überhaupt noch was bringt. Und wie ich so philosophiere, rauchen die Kohleschlote, werden Heimat, Natur und Kultur weggebaggert, steigt der Meeresspiegel und die Klimakrise rückt spürbar näher. Aber als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, wurde mir eines so klar wie selten. Wir brauchen nicht mehr zu fragen, ob das hier was bringt. Es muss was bringen. Wir haben da keine andere Wahl, da keine andere Chance mehr. Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel so richtig zu spüren bekommt. Und wir sind die letzte, die etwas gegen ihn tun kann. In Anbetracht dessen, dass Menschen ihr Zuhause verlieren, wir ein Artensterben ungeheuren Ausmaßes haben und Wetterextreme immer weiter zunehmen, ist Widerstand auch eine Frage des Anstands. Wir stehen heute hier und setzen uns ganz bewusst für unsere Zukunft und die unserer Nachfolgerinnen ein. Wir müssen jetzt unsere eigene Energierevolution starten. Greta, die 15-jährige Heldin aus Stockholm, die aus Protest vor ihrer Schule fürs Klima demonstriert, hat recht, wenn sie sagt, wir können die Welt nicht mehr retten, indem wir uns an die Regeln halten, weil die Regeln geändert werden müssen. Jedes Mal, wenn ihr überlegt, auf eine Demo zu gehen, jedes Mal, wenn ihr überlegt, ob ihr jetzt noch eine Person darauf ansprechen wollt, jedes Mal, wenn ihr überlegt, noch aktiver werden wollt, dann bitte vergesst eines nie. Es geht hier nicht um irgendetwas, es geht hier um die Zukunft unseres Planeten. Das Klima verhandelt nicht. Wir müssen unsere Klimaziele einhalten und den Kohleausstieg unverzüglich einleiten. Lasst mich noch eines zum Schluss sagen. Wir müssen jetzt sofort handeln. Wir sollten es schaffen, dass uns nachher nach der Demo nicht die Müdigkeit übermannt, sondern wir sollten es schaffen, uns noch im Zug, im Bus oder auf dem Heimweg zu Fuß voller Euphorie und Tatendrang anfangen zu vernetzen und zu planen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Es gibt so viele tolle Vorschläge und Projekte, wo man nur noch mitmachen muss. Lasst uns doch die Zeitungsüberschrift, die Kohlekommission verhandelt noch 2 Monate länger. Bürger haben keine Lust mehr aufs Warten gehabt und schafften die Energiewende selbst umändern. Liebe Freundinnen und Freunde, wir lassen uns nicht unsere Zukunft über unseren Köpfen hinweg verhandeln. Lasst es uns jetzt gemeinsam anpacken. Empören wir uns immer und immer wieder. Bitte bleibt wachsam, interessiert und gesund. Vielen Dank. Die Kohlekommission tagt zurzeit in Berlin, dank 2 Landesregierungen länger als geplant und ohne Jugendvertretung. Eine Jugendvertretung ist aber wichtig, da wir die Generation sind, die noch am längsten auf dieser Welt verbringen wird. Wir haben als Jugendverbände versucht, eine Jugendvertreterin für diese Kommission durchzusetzen, wie es sie auch im nationalen Begleitgremium für die Endlagersuche gibt. Doch leider wurde die Kohlekommission ohne Jugendliche besetzt. Das ist ein No-Go! Die Mehrheit der Mitglieder der Kohlekommission ist über 50, die jüngste Person kurz vor der 40. Generationengerecht ist diese Besetzung zu 100% nicht. Und sie will sich unsere Anliegen noch nicht einmal anhören. Gemeinsam mit WWF-Jugend, Bund-Jugend und Naturschutz-Jugend haben wir als Naturfreunde-Jugend einen Brief an die Kohlekommission geschrieben, in dem wir die Kommission gebeten haben, uns zumindest anzuhören. Dieser Brief blieb bei der Kohlekommissionsgeschäftsstelle stecken und wurde noch nicht einmal beantwortet. Wir haben dann auch noch ein Papier geschrieben, in dem wir unter anderem Klimagerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und einen sozialverträglichen Kohleausstieg gefordert haben. Wir konnten dieses Papier, das wir auch an die Presse gesendet haben, noch nicht einmal im Tagungsraum der Kohlekommission übergeben. In meinen Augen ist das der Versuch,
die Jugend aus diesem Prozess ganz rauszuhalten. Das geht einfach nicht. Wir haben am Montag unser Papier bei einer starken Schulstreikaktion vor dem Bundeswirtschaftsministerium an einzelne Mitglieder der Kohlekommission übergeben können. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie man die Jugend einzubeziehen hat, gerade bei einem solchen Thema. Es ist wichtig, dass in allen folgenden Strukturen, die von der Bundesregierung eingerichtet werden, auch Jugendliche sitzen. Und diese müssen unbedingt demokratisch von der Jugend selbst ausgewählt werden, statt von einer Agentur oder von irgendwelchen Senioren ausgesucht. Danke. Hört und euch bestimmt auch schon selbst gedacht hat, stehen viele Veränderungen an. Es benötigt Mut, das gesellschaftliche Umdenken, das wir uns wünschen, zu fordern und durchzusetzen. Es benötigt Kraft, die Mauern in den Köpfen der Menschen abzubauen. Und vor allem benötigt es Einsatz und Energie, die Steine, aus denen diese Mauern gebaut sind, zu neuen Wegen umzubauen. Aber wir sind bereit anzupacken. VertreterInnen der Jugendverbände stehen hier für die ungemein vielen jungen, engagierten Menschen, die sich bereits mit vollem Herzen für die Umwelt einsetzen. Wir tragen unsere Gedanken zu gelebter Nachhaltigkeit, einem solidarischen Miteinander und unsere positive Zukunftsvision tagtäglich nach außen. Ich möchte euch nun noch einmal daran appellieren, jetzt, in dieser wichtigen Zeit, in der unsere Zukunft entschieden wird, euch nicht demotivieren zu lassen, nicht den Kopf hängen zu lassen, auch wenn das Ohnmachtsgefühl uns alle hin und wieder überkommt. Ich möchte euch nämlich bitten, genau jetzt eure Stimme umso kräftiger zu erheben. Vernetzt euch, startet Projekte, unterstützt euch gegenseitig und fangt am besten schon hier auf der Demo an. Steckt bisher Unbeteiligte mit eurer Euphorie an und sorgt dafür, diese Bewegung nur noch umso größer zu machen. Ihr tragt alle so viel Potenzial in euch und ich bin mir sicher, wenn wir nach unseren Visionen, Ideen und Gedanken leben und sie in die Gesellschaft integrieren, werden wir ernst genommen werden und können wir unsere Zukunft mitbestimmen. Und ich glaube fest daran, wenn wir an unseren Zielen festhalten, werden wir es wirklich schaffen, den Wandel vorzuleben und ihn in die Gegenwart einzubauen, sodass der Schritt in die Zukunft, die wir sehen, gar kein so großer mehr ist. Ich danke euch also, dass ihr hier seid. Ich danke euch für Engagement. Ihr seid die Zukunft, die wir brauchen. Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde, leidet immer noch unter den Folgen des Hitzesommers. Auch wenn das für Nicht-Kölner nicht so aussehen mag, das ist eigentlich ein Rinnsal, was an uns vorbeifließt. Der Rhein leidet gravierend unter den Folgen des Klimawandels, damit auch die Binnenschifffahrt und der Güterverkehr. Und als Ergebnis dessen fordern erste Konzerne schon, den Fluss aufzustauen. Und auch die Fahrrinne soll vertieft werden. Beides hätte gravierende negative Folgen für die Ökologie. Die Klimakrise ist also längst Realität. Und was machen unsere Bundes- und Landesregierungen, um den Klimawandel und den Treibhausgasausstoß zu stoppen? Sie bremsen, verzögern und schieben notwendige Weichenstellungen auf die lange Bank. Diese Untätigkeit wird uns noch teuer zu stehen kommen. Dabei hat sich die Regierung Merkel verpflichtet, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das erfordert aber den kompletten Kohleausstieg in Ost- und West- und Mitteldeutschland bis 2030. Anstatt aber Tempo zu machen beim Kohleausstieg, wird die Arbeit der Kohlekommission massiv ausgebremst. Und das auch an die Adresse der Skeptiker. Wir vom BUND werden in dieser Kohlekommission keine faulen Kompromisse tolerieren und akzeptieren und mittragen, sondern wir werden hart bleiben. Die Untätigkeit der Regierenden ist nicht nur eine schwere Hypothek,
angesichts des anstehenden Klimagipfels in Polen, sondern es führt auch immer da noch dazu, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, dass vor Ort in den Braunkohlenrevieren irreversible Fakten geschaffen werden. Natur wird zerstört, Wasserressourcen werden vernichtet, Dörfer werden dem Erdboden gleichgemacht, Menschen gegen ihren Willen umgesiedelt. Es kann doch nicht angehen, liebe Freundinnen und Freunde, dass während über den schnellen Kohlenausstieg verhandelt wird, weitere 1600 Menschen hier im Rheinland, in Kaidenberg, in Kuckum und drei anderen Dörfern vertrieben werden und unersetzbare Kulturgüter wie die Immerather Mühle vernichtet werden. Diesen Raubbau zu Lasten der nachfolgenden Generation, dieser Raubbau muss endlich ein Ende haben. Anstatt aber zügig einen Abschaltplan vorzulegen, ein Kohleausstiegsgesetz auf den Weg zu bringen und eine CO2-Abgabe einzuführen, werden wichtige Entscheidungen auf die lange Bank geschoben. Was ist das denn für ein Signal an die Weltgemeinschaft, dass Deutschland sein 2020er Klimaschutzziel krachend verfehlen wird? Was denkt sich die Bundesregierung dabei, beim Weltklimagipfel ohne konkrete Maßnahmen, stattdessen aber mit einem Portemonnaie voll Geld aufzutauchen? Das ist der klimaschutzpolitische Offenbarungseid. Was wir brauchen, das sind sofortige Maßnahmen. Die Klimaschutzlücke, und sie beträgt noch 150 Millionen Tonnen CO2 bis 2020, die wir reduzieren müssen, könnte nur durch das schnelle Abschalten der Hälfte der Kohlekraftwerkskapazitäten in Deutschland erreicht werden. Und das ist möglich, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Und dazu auch eine Botschaft an den RWE-Chef Schmitz, der behauptet, das sei alles Bullshit. Nein, Herr Schmitz, das ist kein Bullshit, das ist eine klimaschutzpolitische Notwendigkeit. Die ältesten und dreckigsten Kohlemeiler stehen hier im Rheinland. Ihr könnt die Abluftschwaden da hinten im Westen am Horizont erkennen. Sie sind Baujahr 1965 bis 1976. Und allein die drei ältesten RWE-Kraftwerksblöcke aus der energietechnischen Steinzeit sind für 10% der bundesdeutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ich sage deshalb, abschalten und zwar sofort. Abschalten, 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 abschalten. Und noch eine Botschaft, diesmal an den Ministerpräsidenten dieses schönen Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Er meint ja, der Welt etwas Gutes zu tun, indem er eine Braunkohlenstromleitung von unseren Uraltmeilern rüber nach Belgien legen lässt, um dort die Schrottreaktoren, die AKWs von Tihange und Doel abzuschalten. Herr Laschet, wir lassen es nicht zu, dass der Teufelatom mit dem Belzebub Braunkohle ausgetrieben wird. Die Anti-Atom- und die Klimaschutzbewegung lässt sich nicht spalten. Wir kämpfen gemeinsam für eine atom- und kohlefreie Zukunft. Aber doch, liebe Freunde, trotz dieser Untätigkeit der Regierenden wird das Jahr 2018 wahrscheinlich einmal als ein Wendepunkt in die Geschichte eingehen. 50.000 Menschen und viele von euch waren ja dabei, haben mit uns den von uns vom BUND juristisch erkämpften Rodungsstopp im Hambacher Wald gefeiert. Happy, happy, happy! Bleibt, bleibt, bleibt! Happy, happy, happy! Bleibt, bleibt, bleibt! Happy, happy, happy! Bleibt, bleibt, bleibt! Der Hambi, der Hambacher Wald, wie er inzwischen liebevoll genannt wird, ist damit zum Kern einer breiten Klimaschutzbewegung geworden. Und das deutlichste Beispiel dafür seid ihr alle in der gesamten Breite der Gesellschaft, aus der Mitte der Gesellschaft, die alle Ränder übergreifen. Wir sind hier und wir machen Tempo beim Klimaschutz. Was mir allerdings Sorge macht, das ist, dass unsere Landesregierung jede Gelegenheit nutzt, im Hambacher Wald Fakten zu schaffen. Derzeit werden wieder Räumungen vorbereitet. Dabei braucht der Wald momentan eins vor allem, Ruhe. Klar ist, dass wir eine unabhängige Kontrolle im Hambacher Wald brauchen. Klar ist auch,
dass die eigentliche Bedrohung des Waldes durch RWE kommt. Aber klar ist auch, dass durch einen ungeregelten Baumhausbau genau die Vorwürfe geschaffen werden, die Vorwände geschaffen werden, auf die unser Scharfmacher, der Innenminister Herbert Reul, wartet. Deshalb mein Appell, lasst nicht zu, dass unser aller Hambacher Wald durch eine ständige Eskalationsspirale weiter gefährdet wird. Auch in unseren Garzweiler Dörfern regt sich neuer Widerstand. Es hat sich ein breites bundesweites Aktionsbündnis gebildet. Und deshalb auch meine abschließende Botschaft an den Ministerpräsidenten Armin Laschet und seinen Scharfmacher, den Innenminister Herbert Reul. Hören Sie endlich auf mit fadenscheinigen Begründungen im Hambacher Wald als RWE-Erfüllungsgehilfe aufzuführen. Hören Sie auf, sich unter Verweis auf alte Beschlüsse von Vorgängerregierungen aus der Verantwortung zu stehlen. Hören Sie auf, den gerechtfertigten Braunkohlewiderstand zu kriminalisieren. Leisten auch Sie endlich Ihren Beitrag zum sozialen Frieden im Lande. Das heißt für mich und für uns, denke ich, alle gemeinsam ganz konkret: Kein weiterer Baum darf mehr für die Braunkohle gefällt werden. Kein Mensch darf mehr gegen seinen Willen aus der Heimat vertrieben, kein Dorf mehr zerstört werden. Lasst uns gemeinsam machen, Tempo machen beim Klimaschutz. Ich danke euch. Die Klimaschutzziele 2020 sind aufgegeben. Saubere Luft ist weniger wichtig als die Interessen der Wirtschaft und Industrie. Aber wir sind heute nicht hier, weil wir alle aufgegeben haben. Wir sind nicht hier, weil wir verzweifelt sind. Wir sind heute alle hier, weil wir das Licht am Ende des Tunnels noch sehen können und weil wir davon überzeugt sind, dass wir es erreichen werden. Es ist noch nicht zu spät, es ist niemals zu spät. Aber die Zeit läuft ab. Auch das wissen wir, auch deshalb stehen wir hier. Die Zeit läuft ab und der Moment, um den Klimaschutz an erste Stelle zu stellen, ist genau jetzt. Der Grund dafür ist ganz einfach. Es ist nichts Geringeres als unsere Zukunft, die auf dem Spiel steht. 2020, 2030, 2050, das sind für uns keine abstrakten Zahlen. Genau das ist unsere Zukunft. Schauen wir auf den jüngsten IPCC-Bericht. In zwei Jahren ist schon 2020, dann muss der Höhepunkt der Emissionen weltweit erreicht sein. Dann müssen sie dramatisch sinken. 2030, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir in 2030 die 1,5-Marke wahrscheinlich überschreiten. 2050, bis dahin muss die Welt treibhausgasneutral werden. Deswegen gilt, aufschieben ist keine Option, stehen bleiben ist keine Option, aufgeben ist keine Option, denn die Zeit läuft ab. Wir sind diejenigen, die die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen und auch heute schon spüren. Wir alle argumentieren so gerne mit den Enkeln, mit den Kindern, denen wir eine lebenswerte Zukunft bereiten wollen. Und natürlich wollen wir das, aber der Punkt ist, wir sind schon diese Kinder, deren Zukunft in Gefahr ist. Aber wir wollen unserer Zukunft entgegensehen und wissen, wir können durchatmen. Heute, morgen, in 10 Jahren. Dafür brauchen wir den Ausstieg aus der Kohle jetzt. Aufschieben ist keine Option. Stehen bleiben ist keine Option. Aufgeben ist keine Option, denn die Zeit läuft ab. Und genau deswegen wenden wir uns auch an die Regierung. Ziemlich genau vor einem Jahr hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel mir persönlich vor laufender Kamera ein Versprechen gegeben. Sie sagte zu mir in einer Wahlkampfsendung: Wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen. Wenige Monate später dann genau der Koalitionsvertrag mit genau der gegenteiligen Aussage. Und die Frage für mich: Was ist ein Versprechen unserer Kanzlerin überhaupt wert, wenn dieses Ziel einfach so fallen gelassen werden kann? Denn es ist keine Frage des Könnens. Es ist eine Frage des Wollens. Berechnungen, die durch den WWF in Auftrag gegeben wurden, zeigen ganz genau, dass genau dieses 2020-Ziel noch einzuhalten ist. Und doch dazu ist es
zwingend notwendig, den strukturierten Kohleausstieg heute schon einzuleiten und einen massiven Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben. Es ist keine Frage des Könnens, es ist eine Frage des Wollens. Angela Merkel hat bereits einmal ihren Willen bekundet. Sie hat sogar ein Versprechen gegeben. Und dann hat sie ihren Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt. Das heißt, sie hat genau jetzt noch einmal die Möglichkeit, sich selbst ein Denkmal zu setzen. Sie ist die Kanzlerin, die in die Geschichtsbücher eingeht als diejenige, die den Atomausstieg vorangebracht hat. Sie ist die Kanzlerin, die in die Geschichtsbücher eingeht als diejenige, die sich für Geflüchtete einsetzt. Und jetzt hat sie noch einmal die Möglichkeit zu zeigen, dass sie auch die Kanzlerin ist, die den Kohleausstieg umgesetzt hat und deren Versprechen etwas wert sind. Aufschieben ist keine Option. Stehen bleiben ist keine Option. Aufgeben ist keine Option, denn die Zeit läuft ab. Ich bin heute hier, um genau das einzufordern. Ich bin heute hier, um Frau Merkel daran zu erinnern, dass sie ihr Versprechen doch noch einhalten kann. Liebe Frau Merkel, um das 2020-Ziel noch einzuhalten, brauchen wir, das Sie mir versprochen haben, brauchen wir einen Einstieg in den strukturierten Kohleausstieg. Und zwar heute. Alles andere ist sowohl den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den betroffenen Regionen, den Menschen, die vor Ort noch umgesiedelt werden tagtäglich und vor allem zukünftigen Generationen gegenüber nicht zu verantworten. Und 2035 sollte dann allerspätestens das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Für unsere Kinder und Enkel, für eine Menschheit mit Zukunft und vor allem für all die Lebewesen, die heute hier nicht stehen können, deren Stimme aber trotzdem gehört werden sollte. Aufschieben ist keine Option. Stehen bleiben ist keine Option. Aufgeben ist keine Option. Denn die Zeit läuft ab. Einstieg in den Ausstieg. Einstieg in die Zukunft. Kohleausstieg, jetzt!